Moin, der André hier. Wie Content Marketing dir und deinem Business helfen kann, das verrate ich dir in diesem Video. Content Marketing braucht kein Mensch. Content Marketing kostet Geld, Zeit und braucht keine. Das sind Sachen, die ich immer wieder aufschnappe in Gesprächen mit Unternehmern. Unternehmer klagen aber auch häufig an mangelnden Besucher auf der Webseite, sind aber im gleichen Atemzug nicht dazu bereit, etwas auf der Webseite zu tun. Frei nach dem Zitat von Henry Ford, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Finde ich absolut großartig, dieser Spruch. Stellt sich aber die Frage, bist du mit den Besuchern auf deiner Webseite zufrieden? Und generell, verfolgst du, wie viele Besucher über deine Webseite kommen und hast du dies irgendwo im Auge? Es gibt ja verschiedene Optionen herauszufinden, wie viele Besucher die Webseite besucht haben. Oder fragst du deine Kunden, wie sie auf dich aufmerksam geworden sind? Auch ein sehr probates Mittel zu fragen, wie haben sie mich gefunden? Wie sind sie auf mich aufmerksam geworden? Wenn du viele dieser Sachen, die ich gerade gesagt habe, mit Nein beantwortest, dann geht es dir wie vielen Unternehmern oder Webseitenbetreibern. Und das Schöne daran ist, es ist noch ein gewaltiges Potenzial vorhanden, an deiner Webseite was zu tun, um diese nach vorne zu bringen, damit mehr Reichweite und Kunden zu generieren. Du fragst dich jetzt sicherlich, ich bin hier auf einem Fotografiekanal, was hat das jetzt mit Online-Marketing, Content-Marketing zu tun? Zum Background erstmal, als SEO bin ich seit circa 12 Jahren jetzt tätig. Mit der Fotografie habe ich vor 10 Jahren in etwa angefangen. Als SEO habe ich in-house für Agenturen gearbeitet, als in-house-SEO und habe mich in meiner Freizeit stetig mit Blogs, Artikeln und so weiter und so fort beschäftigt. Das heißt, ich habe das Ganze auch in der Praxis für meine eigenen Projekte selbst gelebt, meine Erfahrung damit gemacht und diese Erfahrung möchte ich gerne mit dir teilen. Immer wenn es wieder ein Thema geht, was ich als interessant erachte oder ich bekomme Fragen von Kunden gestellt, die ich in einem Artikel aufgreifen und beantworten könnte, dann tue ich das. Und ja, ich habe das Ganze eben halt, ich bin ein zahlengetriebener Mensch im Auge, sprich wie viele Besucher kommen über diese Einträge rein. Das müssen nicht immer Artikel sein, die unmittelbar zum Kunden, zum Lead werden, zum Abschluss führen, sondern es können auch Informationsartikel sein, die den Trust, das Vertrauen der Seite stärken. Und jeder einzelne Artikel an sich stärkt das ganze Geflecht der Webseite. Je besser ein Artikel aufbereitet ist und Mehrwerte beinhaltet, desto interessanter und informativer für deine Leser, deine Nutzer. Nun, was sind Mehrwerte? Also das Wort an sich sagt es schon ganz gut, Mehrwert. Das können Informationen, das können Tipps sein, das können Empfehlungen sein, Ratgeber, Bilder, Videos, PDFs, was auch immer dem Nutzer dabei hilft, das ganze Thema noch besser zu verstehen. Ein Bild kann die Wirkung des Textes noch verstärken und noch so einen kleinen Aha-Effekt auslösen oder wesentlich besser erklären, als dass es vielleicht mit Worten möglich wäre. Das ist so eine unterstützende Maßnahme. Das ist auch zum Beispiel schon ein Mehrwert. Man führt ein kleines Video mit auf, erklärt, wie was bedient wird oder gibt 5 Tipps zum Weißabgleich, gibt Tipps zur Bedienung einer Kamera, die gerade rausgekommen ist, schreibt einen Erfahrungsbericht zu einem neuen Produkt. Ganz wichtig ist, ein Artikel selbst ist nicht mal so eben geschrieben. Erstmal die Themenrecherche, welches Thema soll geschrieben werden, an wen, an welche Zielgruppe richtet sich der Artikel. Wichtig bei einem Artikel, den man schreibt, ist auch die Strukturierung. Man sollte nicht einfach einen Fließtext schreiben, sondern der Text sollte sich schön lesen lassen, also nicht komplett Fließtext, sondern in einzelne Blöcke aufgeteilt, mit Zwischenüberschriften versehen sein, so dass der Leser für sich entscheiden kann anhand der Überschrift, aha, das könnte für mich interessant sein oder gegebenenfalls diesen Punkt überspringen. Nun stellt sich vielleicht die Frage, worüber soll ich schreiben? Ich habe jetzt keinen Ansatz. Gibt es da irgendwie einen Ideenpool oder so? Ideenpool, das bist du selbst. Also du hast wahrscheinlich ein bestimmtes Thema, über das sich deine Seite dreht oder du bist auch Unternehmer und hast ein bestimmtes Kundenklientel und wirst wahrscheinlich Fragen gehört haben, die du immer mal wieder beantwortest. Sozusagen könnte man daraus entweder eine FAQ machen, Fragen und Antworten, eine Seite generieren, damit dem Kunden sofort, wenn er auf deiner Webseite ist, aha, diese Frage wurde schon mal gestellt und da gibt es sogar eine kurze Antwort zu. Das ist super. Wenn das ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, daraus einen gesamten Artikel zu erstellen, das ist schon mal sehr geeignet, um ein Thema zu finden,
finden. Oder dich selbst interessiert ein bestimmtes Thema. Oder du hast eine bestimmte Idee oder, wie ich gerade schon sagte, einen Erfahrungsbericht zu einer Kamera, die Interesse daran haben, sich die Kamera zuzulegen, deine Erfahrung mitzuteilen. Deine Vorteile, deine Nachteile für die Kamera, welche Erfahrungen hast du mit den Einstellungen gemacht, mit der Haptik gemacht, in bestimmten Situationen. Darüber könnte man zum Beispiel ein Thema schreiben. Thema Schreibflow. Ja, was heißt Schreibflow? Wenn du eine Idee hast, einen Artikel zu schreiben, kann ich dir nur den Tipp geben, schreib erstmal alles runter. Alles, was dir einfällt, bleib im Flow, schreib's runter. Mach dir keine Gedanken über Kommasetzung, über die Rechtschreibung, über Formulierung. Das bringt dich alles nur in Stocken und reißt dich aus deinen Gedanken raus, sondern einfach frei raus, schreib einfach runter und am Ende kannst du dir immer noch Gedanken darüber machen oder besser gesagt korrigieren, wenn da Rechtschreibfehler sind, wenn da Formulierungen, Umformulierungen nötig sind. Du kannst dir natürlich auch zu dem Thema, was du schreiben möchtest, auch weitere Informationen aus dem Netz suchen. Wahrscheinlich wird es dazu schon einen Text oder Texte im Netz geben. Wenn nicht, umso besser, dann bist du der Erste. Muss eben halt aber auch da wieder gucken, ist überhaupt ein Suchvolumen vorhanden? Suchen da überhaupt Nutzer nach oder ist das wirklich nur eine Frage, die dich beschäftigt? Wenn du dazu andere Seiten findest, die darüber schon was geschrieben haben, dann kannst du da ein bisschen stöbern und gucken, hast du jetzt wirklich alle Aspekte aufgegriffen oder gibt es vielleicht noch Bereiche, die du näher beleuchten solltest und auch mit aufnehmen solltest? Gibt es vielleicht auf der einen Seite etwas, was es auf der anderen Seite nicht gibt? Und so kannst du deinen Text danach auch noch ein bisschen aufstocken, verfeinern, Bullet Points mit aufführen, Tipps mit aufführen, sodass es ein richtig schöner, holistischer und informativer Artikel mit Mehrwerten für deine Leser ist. Wie sagt man so schön? Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Mit jedem weiteren Artikel, den du auf deiner Webseite veröffentlichst, zum Beispiel in einem Blog oder in einer News, pushst du deine Seite etwas und kriegst weitere Besucher über diesen Artikel zukünftig rein. Nun ist es so, dass wenn du den Artikel veröffentlichst, nicht sofort Traffic da ist, also Traffic anhand von Besuchern auf dem Artikel. Diese Rankings müssen sich erst entwickeln. Zum Beispiel, wenn jemand eben was eingibt, Weißabgleich einstellen oder so, gibt es ja eben auf der ersten Seite 10 Treffer und auf der zweiten Seite wieder 10 Treffer und so weiter. Und das sind Rankings. Und bestenfalls wirst du zukünftig mit diesem Artikel gefunden und generierst darüber Besucher. Bloß sowas nimmt immer auch ein bisschen Zeit in Anspruch, bis Google oder generell eine Suchmaschine, die deinen Text auch mit den anderen vielleicht bestehenden Texten verglichen hat und dann auch mal ausspielt und guckt, wie die Nutzer darauf reagieren. Und bestenfalls ist er so gut, dass du vor den anderen rankst und irgendwann sogar auf Position 1 stehst. Bloß, das geht nicht von heute auf morgen. Ist es natürlich ein Thema, was gerade in Medien interessant ist, dann kann es wesentlich schneller sein, ein Ranking zu erzielen oder dass du eben schneller nach vorne kommst. Es kann auch sein, dass sich das über mehrere Wochen, Monate hinzieht. Ich habe auch schon Projekte begleitet über mehrere Jahre, wo Artikel bis zu ein Jahr gebraucht haben und dann auf einmal ging steil durch die Decke. Und dann hat man natürlich irgendwann auch Evergreens, Permanent-Besucher. Diese Permanenz wird es natürlich auch nicht ewig geben, wenn jemand merkt, zu einem bestimmten Thema, das könnte noch interessant sein, das überschreibe ich auch. Es werden natürlich mehrere diese Thematik aufgreifen und da muss man das auch immer wieder im Blick haben, ob nachher man nicht vielleicht dann auch Ranking verliert, wenn man sich ein gutes Ranking ergattert hat und es macht dann auch Sinn, diesen Evergreen auch ab und an dann mal aufzufrischen. Vielleicht gibt es neue Erkenntnisse darüber und du ergänzt den Artikel noch. Nun, jetzt fragst du dich sicherlich, Mensch, jetzt erzählt er hier die ganze Zeit, hat er überhaupt Ahnung von seiner Materie oder von den Ideen und so weiter. Ich kann euch ein paar Beispiele geben, welche Erfolge ich mit Artikeln erzielen konnte. Das ist zum Beispiel ein Artikel, die Kunst Nein zu sagen. Kunst Nein zu sagen, das war mir eine Herzensangelegenheit, weil man sagt, der Kunde ist König. Das stimmt auch. Aber es gibt auch gewisse Grenzen. Das heißt, wenn man irgendwie ein ungutes Gefühl hat, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, dann sollte man auch den Mut haben, Nein zu sagen. Natürlich ist das schwierig als Dienstleister, wenn man auf Kunden angewiesen ist. Aber es macht auch durchaus mal Sinn, Nein zu sagen. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben, den ich auch hier in der Beschreibung verlinken werde. Und dieses Thema, dazu hatte mich dann der Fokus, eine Journalistin angerufen, die das interessant fand. Das ist schon mal ein Beispiel. Ich war mal für das Ostseeressort Damp als Inhouse-SEO zuständig. Dort hatten wir das Aqua Tropicana mit einer kleinen Rutsche. Ich glaube, die hatte nur 15 Meter oder so. Und ich habe durch Zufall durch den Guinness-Weltrekord
Vorversuch im Wettrutschen Deutschland gegen Amerika gelegt. Und dachte ich mir, ja, vielleicht könnten wir da auch mitmachen. Und habe das Ganze ins Leben gerufen, habe mit den Initiatoren vom damaligen Ausschuss zusammen telefoniert und habe gefragt, ob wir da auch mitmachen könnten. Und sie sagten ja und die Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Als das alles in trockenen Tüchern war, habe ich das Fernsehen angeschrieben, ProSieben, RTL und so weiter und so fort, die Zeitung kontaktiert und siehe da, ProSieben hat uns 24 Stunden begleitet und das war ein enormer Werbeeffekt, der daraus erwachsen ist, aus einer Idee, die ich nur mal so im Kopf hatte oder was anderes ist noch. Mit einem Kollegen zusammen bin ich hier des Öfteren unterwegs und mache Aufnahmen mit der Drohne, natürlich unter den dementsprechenden Lizenzen, die wir dafür haben und Genehmigungen, haben ein kleines Video kreiert, Impressionen Lübeck. Ich habe das bei mir auf die Wir sind Lübeck Fanpage gesetzt. Das ist ein Projekt im Online-Marketing-Bereich, was ich noch habe. Und dieses Video selber wurde bisher 160.000 Mal angeklickt und über 1.500 Mal geteilt. Das hätte ich mir auch nie erträumen lassen, diese Reichweite zu erhalten. Ein weiteres Projekt, ich war damals, das ist mittlerweile auch 10 Jahre her, als Personal Trainer tätig. Eine Person, die am meisten Likes erhält, ich glaube, es war damals Facebook, hat die Möglichkeit ins Weltall zu. Das Thema wurde dann von verschiedenen Zeitungen aufgegriffen. Im Radio selbst haben wir auch ein Interview gegeben. Delta und SH, glaube ich, waren das damals. Und das war auch eine riesen Publicity als Personal Trainer. Auch jetzt kein Content Marketing, aber eben halt auch eine Idee. Eine total verrückte Idee und es ging auch total viral und es war ja, ein großartiger Erfolg. Die letzte Idee, die ich hatte, war mehrere Hunde an einem Tag zu shooten. Mehrere Hunde, wie viele, von wie vielen reden wir da? Ich hatte mir vorgenommen, 100 Hunde an einem Tag mal zu shooten. 100 Hunde, das schaffe ich nicht an einem Tag. Ich muss mir 2 weitere Fotografen dazu holen. Location gefunden, es war hier Tarndorf, ein Hof. Eine Frau, die gesagt hat, ihr könnt das gerne bei uns machen. Über Umwege wurde der NDR darauf aufmerksam und hat uns dann den ganzen Tag über begleitet. Diesen Artikel gibt es auch noch bei mir auf der Fotografie-Seite, das Video gibt es dazu auch noch. Das war auch ein Riesenerfolg, das heißt, danach habe ich mehrere Aufträge bekommen in der Hundefotografie, generell Fotografie-Anfragen. Die Idee, die erstmal irgendwo da sein muss, man sollte es nicht sofort irgendwo verwerfen, sondern sollte schauen, was lässt sich daraus machen. Das sind jetzt so die Highlights, sage ich mal so. Da kommen noch weitere hinzu, sehr erfolgreiche Themen in meinem Blog, aber das sind jetzt so die Highlights gewesen, die ich euch mal nennen wollte. Und wenn du eine Idee hast zu einem Artikel und die nicht sofort ausschreibst, diesen Tipp kann ich dir geben, schreib die Idee auf. Auch wenn man zum Beispiel abends im Bett liegt und man hat, wow, ja, das wäre eine tolle Idee. Oder man steht unter einer Dusche und sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee. Dann sollte man diese Idee gleich notieren. Und wenn man das nicht tut und zum Beispiel im Bett und morgens wieder aufwacht und was war die Idee da gestern Abend noch und hat sie wieder vergessen. Das heißt, entweder du machst dir eine Notiz auf dem Handy, sprichst dir irgendwie selbst eine Nachricht oder machst eine auf dem Blog eine kleine Notiz, aber auf jeden Fall verfolgt diese Idee sofort. Das heißt, auch wenn du sie nicht gleich notierst oder besser gesagt nicht gleich schreibst, dann schreib dir zumindest die Idee auf. Das ist so der Tipp, den ich dir geben kann, weil ich auch des Öfteren schon mal im Bett gelegen habe und Mensch dachte, das wäre ein toller Artikel, das wäre eine tolle Idee und dann es versäumt habe und morgens puff. Man kann natürlich auch den Content, seinen bestehenden Content aufwerten, also das heißt Schwachstellen identifizieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es da die Google Search Konsole, die kostenlos ist und auch ein sehr, sehr gutes Mittel, um zu schauen, wie deine Webseite performt. Das heißt, da kannst du sehen, ist die gut, schlecht. Darüber müsste ich ein eigenes Video wieder machen, was gut und schlecht ist. Und dementsprechend könnte man sehen, okay, ich habe vielleicht zum Beispiel eine Schwellenseite. Schwellenseite heißt, ich habe diesen Artikel auf Edition 14 oder 12 oder sowas. Da ist ja nicht mehr viel vonnöten, um damit in die Top 10 Rankings zu kommen. Schau dir diesen Artikel noch mal an, mit was könntest du den noch aufwerten, um eine bessere Positionierung zu erhalten. Da ich Sport mich mein ganzes Leben lang auch begleitet, kann ich dir heute sagen, dass Sport oder besser gesagt Content Marketing kein Sprint ist. Content Marketing ist ein Marathon oder ein Ultramarathon oder so. Es zieht sich in die Länge und sollte auch stetig weiter so betrieben werden, um dich besser zu positionieren, um dich von deinen Mitbewerbern abzusetzen. Ich würde das einfach als Prozess mit einfließen lassen. Wenn man jetzt sagt, wie viele Artikel
Artikel sollte ich schreiben, dann würde ich dir den Tipp geben, fang erstmal klein an. Fang mit einem Artikel pro Monat an oder alle 2 Monate einen Artikel. Und wichtig ist, du solltest dich da auch nicht unter Druck setzen. Wenn du natürlich ein Flow bist und sagst, Mensch, das ist ein Thema und das ist ein Thema, dann schreib es einfach. Dann schreib 2 oder 3 Artikel pro Monat. Bloß bedenke, dass das Ganze viel Zeit in Anspruch nimmt und das Ganze auch eben halt noch zu promoten. Wenn du den Artikel geschrieben hast, diesen dann zum Beispiel über deine Social-Media-Kanäle, die du betreibst, wie Facebook, Instagram, Pinterest oder B2B, LinkedIn, Xing, gleichzeitig zu sharen, um auch von externen Traffic aufzubekommen. Und das nimmt alles auch Zeit in Anspruch. Das solltest du dabei immer bedenken. Nicht einfach zack, irgendwas dahin zu rotzen, ohne Mehrwert, ohne Strukturierung. Damit ist niemandem geholfen. Lieber Qualität anstatt Quantität. Ich hoffe, ich konnte dir anhand dieses Videos ein paar Tipps geben, wie du mit Content Marketing dein Business, besser gesagt die Reichweite, erhöhen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir einen Daumen da lässt und ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!